Hallo und herzlich willkommen zum Orakel-Rückspiel hier in der Relegation der ersten bis zweiten Bundesliga. So, Rivalenspiel natürlich. Kaiserslautern ist diesmal heim. Ja. Und ich auswärts mit Hoffenheim. Ja, das erste Spiel war am Donnerstag. Und war fast so, wie wir es getippt haben, ne? Ja, fast. Aber leider nur fast. Abonnent hat irgendwie geschrieben, ja, bis zur 88. Minute fast haargenau so. Und dann musste ich ja noch das Tor schießen und du noch das Tor schießen. Aber ich sag mal so, jetzt kommt das Rückspiel und wir schauen mal, was das so auf Lager hat, ne? Ja, bin ich mal gespannt drauf, ne? So, ich bin bereit. Aber, ja, ich noch nicht. Ich hab hier totale Scheiße auf dem Platz. Ja, sagen wir mal so. Bei mir ist auch Ochs drin, ne? Gomez, soll ich Gomez reinstellen? Usami könnte ich mal reinbringen. Wie lange habe ich noch? Nicht mehr lange, um genau zu sein, 5 Sekunden. 3, 2, 1, vorbei. So. Ah, fuck. Schauen wir mal, wie es so wird. Ich habe, glaube ich, die Sounds ausgestellt. Muss ich... Oder? Nee, die sind da. Oder? Ja, sind da. Gleich geht's los. Sehr wir gut. Sind für Sie dabei am Mikrofon, okay, dann let's go. Have fun. Ja, aus dem Hinspiel steht es 4-2 hier bei unserer Relegation. Das heißt, mit einem 2-0 sollte Björn bzw. der FCK hier durch sein. Ah, da muss es erstmal zu dem 2-0 kommen. Und ich darf natürlich kein Tor schießen. Die erste Möglichkeit hier für den ersten FCK. Ich habe einen drin gesehen. Nach nicht mal 3 Minuten. Castells mit dem langen Ball. Oh, trifft direkt den FCK-Mann. Schlechter Pass, sehr schlechter Pass. Aber der Gegner ist am Ball. Ja, gestern Champions League-Finale. Alter Schwede, war das ein geiles Spiel. Leider auch viel taktisch. Also jetzt kann man nicht sagen, so, dass es so ein super Hammerspiel war, sondern es war halt... Erstmal abtasten von jedem. Ein Traumpass. Und aufgepasst, oh, da ist es! Da ist es! Das 1-0 für Rudi! Rudi nicht! Rudi! Mann. Sehr nice. So, und jetzt brauchst du schon. Ja, das ist vier. Ein Torwartfehler. Hier deutlich zu erkennen, das ist gepatzt. Da. 4-2. Das Tor serviert. Ah ne, du hast ja ein Auswärtstor mehr als ich. Also reichen dir 3. Ja, das zählt aber nicht großartig. Ich brauche 3 Tore. Dann ist... Dings. Was? Ja, habe ich gewonnen. Ja, ja, 3 Tore, dann hast du gewonnen, genau. Jonsson. Aber so weit wird es ja nicht kommen hier. Hoffenheim bleibt in der Bundesliga. Ja, morgen ist das Spiel. Wir nehmen gerade jetzt am Sonntag auf um 10:30. Morgen ist das Spiel und dann werden wir sehen, wer sich den Platz in der ersten Bundesliga verdient hat, wer nicht und wer in der zweiten bleibt. Schöner Ball. Was? Was war das denn? Ding. Home Johann ist da. Was war? Hab ich den abgefälscht? Ja, klar. Alter, warum kriege ich denn hier immer die Frame-Einbrüche? Das hilft mich nicht. Das nervt mich ja gerade total. Vielleicht, weil ich nebenbei hochlade? Nee, oder? Ja, das kann sein, locker. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und da! Schade. Egal, ich hoffe in der Aufnahme später ist es nicht so. Elfmeter! Nein, er pfeift nicht. Und da ist schon wieder der erste FCK. Er muss jetzt natürlich alles auf Angriff setzen. 2 Tore noch und sie sind weiter. Roberto Firmino. Ein wunderschönes Zuspiel.
Und das macht er richtig gut. Ochs! Mit dem Schuss, aber wird abgefälscht. Das Versuch. Geblockt. Azuak. Uiuiuiui. Oh, schöne Kombination hier auf Azuak. Schön abgefälscht. Oh. Ecke für den ersten FCK hier in der 23. Minute. Und da ist es! Nein! Oh, fuck! Gegen Jakobs Fortunis. Da ist das 2:1 für den ersten FCK. Und jetzt muss Hoffenheim natürlich bangen. Ein Tor mehr und sie sind draußen. Sie sind in der zweiten Bundesliga. Aber wenn sie ein Tor schießen, braucht der erste FCK wieder zwei Tore. Um sich in die Verlängerung zu spielen. Oh, schöner lange Ball auf Hoffa. Und er kommt an, Abrahamann ist zu langsam. Da ist er im Strafraum. Und, oh, Johnson gerade so ihn gerettet. Oh, schöne Grätsche. Baumjohann auf Hoffa. Castells muss ihn haben. Es muss Hoffenheim mal wieder ein bisschen kommen hier. Und da kommt er, Salihovic. Der schnelle Mann auf der rechten Seite wird hier ziemlich bedrängt von Löwe. Und jetzt gibt er den Freistoß und wahrscheinlich auch die gelbe Karte. Genau, er macht, gibt die gelbe Karte. Löwe bekommt hier die erste gelbe Karte dieses Spiels. So, Salihovic natürlich am Ball. Versucht ihn jetzt entweder direkt oder er flankt ihn in die Mitte. Und dann ganz schlimmer Kopfball. Und Hoffa ist wieder vorn. Auf Fortunis. Fortunis alleine. Aber er muss abwinken. Denn Hoffa war noch nicht bereit, um einen Doppelpass vollständig zu erledigen. Salihovic. Da wird er gefoult. Aber es war anscheinend doch nur Ballgespiel. Der Schiedsrichter hat seine Finger hier überall im Spiel. Volland macht das sehr gut hier. Volland, aber wird gestoppt. Mann. Spannendes Spiel hier. Johnson. Lauterer wollen. Klar wollen sie. Ist ja klar, wer will nicht in der ersten Bundesliga spielen? Bei Hoffenheim hat man kurze Zeit gedacht, sie wollen wirklich nicht mehr. Und kurz zur Herbstmeisterschaft gedacht, ja. Das wird nichts mehr. Und dann haben sie sich so schön zurückgespielt. Genauso wie Augsburg. Zur Winterpause hätte niemand gedacht, dass dort Düsseldorf absteigt. Sie waren so solide. Und dann so ein... Oh, solche Rückspiele. Das ist wirklich... Westergaard hier ziemlich hart eingestiegen. Der Düsseldorfer bleibt liegen. Aber wie Hoffenheimer... Düsseldorf, sorry. Kaiserslautern, ne? Bleibt liegen. Aber die Hoffenheimer denken gar nicht daran, den Ball rauszuspielen. Wieso auch? Ist doch gar nichts passiert. Vorteil für Hoffenheim. Rudi, der hat das 1-0 gemacht. Volland mit dem Distanzschuss. Sippe hast du drin, oder? Wen? Sippe. Ja. Sippe. Dein Liebling, ne? So, Nachspielzeit der ersten Halbzeit beträgt 2 Minuten. Vielleicht schafft es hier der FCK. Nein. Hoffenheim mit einer ziemlichen Drucksituation in die Pause zu schicken, aber sie versäumen es. Jetzt Roberto Firmino auf Salihovic auf der rechten Seite. Und es gibt nochmal Einwurf. Es gibt nochmal Einwurf für Hoffenheim mit einer aussichtsreichen Position. Polanski, was macht er? Schießt nach unten, Johnson. Und da wird er gefoult. Es müsste Freistoß gehen. Jetzt gibt Vorteil und Volland. Ah. Gelbe Karte nachträglich für Azawak. Und es ist jetzt, glaube ich, Halbzeit. Genau. Zur Halbzeit führt der erste FCK mit 2:1. Durch Tore von Baumjohann und Fortunis. Werden sie hier die Situation noch schaffen? Was sagst du, Björn? Ich glaube an meine Jungs. Lauterna werden es schaffen. Ich glaube an meine Jungs. Die bin gespannt, was der Trainer Björniken jetzt vorhat. Er spielt momentan mit einer 4-2-3-1. Und er wird wahrscheinlich offensiver gehen. Das wäre wahrscheinlich, ja. Oder sichert er hinten ab? Das ist die Frage.
Bei den Hoffenheimern wird sich nichts tun. Sie bleiben so, wie sie zurzeit stehen. Sie stehen ja auch gut. Die zwei Tore waren unglücklich. Muss man schauen, wie es in der zweiten Halbzeit jetzt vorangeht. Es wird keine Wechsel geben bei Hoffenheim. Ba 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 baby ba. Ba 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 baby ba. Was der Kaiserslautener Trainer alles so zu erledigen hat. Und ist vorbei. Es geht weiter. Die zweite Halbzeit fängt an. Hoffenheim mit dem Ballbesitz. Die letzten 45 Minuten, ne, wo Kaiserslautern hier nochmal Druck machen kann, um in die erste Bundesliga zu kommen. Zurzeit der Stand: Hoffenheim in der ersten Bundesliga verblieben. Kaiserslautern nicht aufgestiegen und somit in der zweiten sesshaft. Und da! Roberto Firmino, ein super Einsatz! Aber der Schussversuch war einfach zu lasch. Ich höre gerade aus der Redaktion, Trainer Björn hat umgestellt auf ein 3-4-2-1. Und da, Hoffer, ist er gleich. Abraham vorne, aber dieser Pass war desaströs. Abraham war nicht vorne. Das war bei dir der. Mann, 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 du. Bei Sag mir ich war es doch. Idrissou. Sag ich doch. Der Edelsu ist nämlich jetzt auch im Spiel. Wurde Torschütze vom eingewechselt. letzten Male. Nee, ja. Wer durfte gehen? Löwe aus der Verteidigung. Ah, okay. Also wirklich alles auf Offensive. Und da! Roberto Firmino! Oh, und er macht es nicht. Ein Tor wäre so erlösend für Hoffenheim. Aber ein Tor von dem ersten FCK würde bedeuten, raus! Hoffenheim nicht mehr in der ersten Bundesliga, sondern in der zweiten. Und das wollen sie natürlich nicht. Ecke für die TSG. Salihovic tritt sie natürlich. Schöner Eckball. Aber kein Abnehmer gefunden. Und jetzt geht's natürlich. Der Konter. Der Konter von dem ersten FCK läuft. Über Idrissou. Und jetzt wieder auf Hoffer. Hoffer fast ganz alleine. Nur noch Johnson hinten. Idrissou! Kassier ist Das ganz war stark. immer Kassier ist noch ganz Hoffer, stark. der geschossen hat. Hä? Ja, Hoffer hat geschossen. Hast doch nochmal hochgepasst gehabt. Okay, jetzt Ja, auf der anderen nochmal. Seite. Salihovic, ganz alleine, was macht er? Er schießt drauf und. Sippel, ganz stark. Sippel, ganz stark, ey. Also, die Torhüter sind hier wirklich im Ausnahmezustand. Ich schenke ein bisschen mit. Abraham! Wollte es mit dem Kopf versuchen, hat es nicht geschafft, ihn zu kontrollieren. Westergaard nicht am Ball bekommen. Jetzt Idrissou wieder mit ein bisschen Raffinesse, aber Westergaard stoppt ihn, bevor er hier zu weit in den gegnerischen Feld tanzen konnte. Ox bekommt diesen sehr steil gespielten Pass noch und holt einen Einwurf raus. Aber keine Anspielstation hier für Ox. Jetzt kommt Johnson, bemüht sich hier mal nach vorne zu kommen. Also sind schon sehr defensiv eingestellt, die Hoffenheimer. Sie denken sich auch, okay, das 2-1 reicht ihnen aus. Halten hinten den Kasten sauber, aber das kann halt auch mal schnell in die Hose gehen. Kann schnell ein Tor mal fallen. Und da! Schön gemacht von Rudi. Ganz fair. Auf Salihovic. Mitchell Weiser auch im Spiel für den ersten FCK. Salihovic mit der Hereingabe. Rudi macht das Ding nicht, sondern Volland. Volland macht das Ding, das 3 zu 1 nach einer super Hereingabe. Von Salihovic macht er das Ding. Und jetzt steht es 2 zu 2 und jetzt wird es ganz schwer für den ersten FCK hier innerhalb der verbleibenden knapp 20 Minuten noch zwei Tore zu schießen, um sich in die Verlängerung zu retten. Das ist ja dann noch nicht der Sieg, sondern dann gibt es die Verlängerung. Und vielleicht sollte dann kein Tor fallen oder nur. Nee, sollte dann kein Tor fallen. Dann ist aus. Dann geht's Elfmeterschießen los. Das ist nur Scheiße hier, wa? Können wir alle nicht machen. Ja, stimmt. Stimmt, wo du recht hast, hast du recht. Verlängerung geht auch nicht. Machen wir da noch ein Spiel. Aber ich glaube, dazu wird es nicht kommen, denn meine Hoffenheimer Jungs sind heiß. Sie werden dieses Ergebnis jetzt verwalten, denke ich mal. Vielleicht mit ein paar Akzente nach vorne mit reinbrechen. Polanski kann schießen, aber
Simpel hat ihn und ja, Simpel meine ich natürlich, Volland macht das Ding und macht das 3:2. Simpel, klarer Torwartfehler, aber er war abgefälscht. Ja, er war abgefälscht. Ja, er war ziemlich... Er kam da gerade noch ran. War glücklich, dass er noch rankam, aber dann natürlich Volland auch mit dem Instinkt hier, diesen Ball mit dem Kopf reinzumachen. Da schläft ein bisschen die Abwehr von... Sehr unglücklich abgefälscht. Also wenn man das so sieht, mit der Hacke abgefälscht. Jetzt geht natürlich nichts mehr. Jetzt kann nur noch... jetzt gibt nichts mehr mit Verlängerung. Jetzt gibt es nur noch die Möglichkeit, dass der erste FCK hier... Ich weiß gar nicht. 7:4. 4 Tore brauchen sie. 4 Tore braucht der erste FCK. Also das Ding ist, der Drops ist gelutscht. Es kann nur noch zu einer Katastrophe werden für den ersten FCK hier. Torschuss, aber daneben. Volland kann halt auch nicht alles treffen. Jetzt muss sich der erste FCK bemühen, wenigstens noch ein bisschen Ergebniskorrektur zu betreiben. Indem sie hier noch ein, zwei Tore schießen. Aber das ist natürlich eine Leistung, mit der sie in der ersten Bundesliga nichts zu suchen haben, meiner Meinung nach. Lieber noch unter Ochs mit dem Tor. Sehr schön gemacht. Einfach nur klasse Spiel hier von der TSG, genauso wie beim Heimspiel. Ach, sehr gut. 4:2 hier für Hoffenheim. Kaiserslautern ohne jegliche Chance. Man hat gedacht, nachdem sie das schnelle 2:1 im Kasten hatten, dass es hier vielleicht nochmal spannend werden sollte. Aber Hoffenheim ist super nach der Halbzeit aus der Kabine gekommen und hat sich hier den Sieg ganz klar verdient. Roberto Firmino schießt nochmal, aber wurde abgefälscht. Zippel hat ihn diesmal sicher. Aber das nützt ihm jetzt auch nichts mehr. Man sieht schon, sie lassen die Köpfe hängen. Hier nochmal der Versuch von Baumjohann. Aber Cassius ist da. Cassius, Supermann hier in diesem Spiel. Bei Hoffenheim gab es ja einige Torwartprobleme, aber Cassius hat sich jetzt schon gemacht. Ist ein guter Mann. Und der wird auch in der nächsten Saison weiterhin bei Hoffenheim spielen. Davon gehe ich aus. Und Tim Wiese, ja. Rudi. Der wird seinen Weg suchen. Er wird wahrscheinlich vielleicht auch seine Karriere beenden. Man weiß es noch nicht genau. Aber bei TSG Hoffenheim, denke ich, ist sein Weg zu Ende. Polanski, jetzt nochmal mit der Chance. Polanski ganz alleine. Jetzt ist ja eh alles vorbei. Ochs mit dem Schuss, aber leider Simpel im Tor. Nun gut, 90. Minute. Es gibt noch ein bisschen Nachspielzeit, aber dann ist das Spiel hier auch beendet. FCK nochmal mit einer Angriffsmöglichkeit über Azaug auf Fortunis. Fortunis schießt, prallt den Ball ab und Latte. Und da ist der Sieg. Da ist der Sieg. Sie haben es gesehen. Castells freut sich. Da ist das 4:2. Genauso wie das Hinspielergebnis. Nochmal bestätigt. Und somit würde ich sagen, Hoffenheim bleibt in der ersten Bundesliga und Kaiserslautern in der zweiten. Was sagst du, Björn? Ja, leider Gottes. Ich hätte gerne den ersten FCK gehabt. Aber man kann sich ja nicht immer alles wünschen, oder? Genau. Ist halt der Geldgeberverein noch dabei, aber naja. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Freue mich auf weitere spannende Spiele und viel Spaß. So.